Opas Pokémon wohl gerade machen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut, Mama. Wer weiß, vielleicht sind Sie gerade mit Ihrem neuen Trainer auf Inselwanderschaft. Meine Pokémon. Arboritos springt aus dem Ball, der dir anvertraut wurde. Aha. Arboritos? Du bist Opas Arboritos, oder? Och nö, jetzt hat... Jetzt fühle ich mich mies. Jetzt habe ich einfach ein Pokémon geklaut oder was? Moment mal, warum hast du denn Opas Arboretus? Du erzählst, wie du den Pokémon erhalten hast. Du hast Opa so lieb gehabt, dass du ohne ihn irgendwo hingehen wolltest. Aber keine Sorge, Arboretus. Ab heute bist du nicht mehr alleine. Ich kümmere mich um dich. Was, meine Arboritos? Nein! Nein. Ich will meine Arboritos zurück. Gib mir mein Starter-Pokémon zurück. Hey! Nicht einfach klauen, das gehört mir. Nur wenn sie Wanderschaft. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich einfach mit ihnen zusammen sein will. Und damit verloren wir unser Starter-Pokémon. Arbo. Arboritos hat sich zurück in deinen Pokéball begeben. Tja. Du begibst den Nachlassball. Danke. Du musst mir ganz viel über Opa erzählen, Arboritos. Warum zum Beispiel hat er keinen Silvaro aus dir gemacht? Aber ich habe das doch als Bautz bekommen, oder? Oder ist das irgendeine Parallelwelt, die ich nicht begreife? Die ich irgendwie nicht mitbekommen habe. Dann gebe ich dir dafür dieses Metallkraut. Du erhältst das Item Metallkraut. Metallkraut wurden Items das Schwertkraut. Arboritos Gefühle für meinen Vater waren so stark, dass es seine Box nicht verlassen wollte. Liebe kann wohl auch eine Art Fluch sein. Ist ja schön und gut, aber dieses Arboretus ganz bestimmt nicht. Das ist meins. Das habe ich als Boris bekommen und das gebe ich nicht wieder her. Ja, wie auch immer. Joa, Rotompokelix meldet sich gleich zu Wort. Sag mal, Zwangri, was ist Tani eigentlich für dich? Ein Rivale, ein guter Freund. So der Mittelweg dazwischen. Ich bin immer gern ein Mittelwegnehmer, aber ja, ich würde sagen, eine Rivale könnte passen. Kein Wunder, immerhin habt ihr zur gleichen Zeit eure erstes Pokémon bekommen und eure Inselmannschaft begonnen. Brrst. Ja, stimmt, das entspricht der Tatsache. In der Tat. Ja, hohes Gras, hier gibt's Pokémon. Yay. Ein Pico-Chilla, okay. Ein Dave. Wildes Carpador. Nein, kein wildes Carpador, ein von mir gefangenes Carpador. Dass ich jetzt nicht kämpfen lassen werde, weil, weil Baum? Nee, weil See. Alter, okay, Alter, der war flach, der war. Füße hoch, der kommt flach. Ich hol das Pikachu raus. Und los, Pikachu, Donnerschalk. Die Attacke, die du ja gar nicht hast. Stimmt's. Und dann setzt halt ein anderer an. Ein. Nicht an. Wie wär's mit Donnerblitz? Das ist zwar nicht ganz Donnerschalk, aber es ist trotzdem was mit Donner. Deshalb. Aufi. Ja. Kann man akzeptieren. Kann man so stehen lassen. Ich würde mal sagen, Fail, das kann man nicht so stehen lassen.
Da muss ich mich direkt mal rechnen mit Mary. Los, Mary. Mary oder Mary. Komm rein ins Kampfgeschehen und setz Festgrab ein. Wir brauchen ein paar Erfahrungspunkte für das Carpador. Hoffentlich gibt es immer noch. Dave erhält ein paar Erfahrungspunkte. Superb. Ein neues Level. Warum nicht? Warum nicht? Hier mein neues Level. Gegengift gefunden. Juhu. So, ein Herrschersticker. Nice. 35 Herrschersticker habe ich schon. Hier habe ich noch wen gesehen, der möchte gegen uns kämpfen. Den fordern wir natürlich auch heraus. Sauberkeit geht über alles. Als Hausmeister ist selbst meine Art zu kämpfen völlig sauber. Aha. Deine Art zu kämpfen ist sauber. Du hast zwei Pokémon. Und das erste davon ist ein Unrathytox. Ja, gut. Inwiefern das Pokémon sauber ist, da kann man diskutieren und debattieren drüber. Das ist, ja, ist eine Diskussion für sich, ja. Ich würde es eher als Dreck bezeichnen. Also guckt euch das an, das ist ein Müllbeutel. Und an der Seite quillt schon die Scheiße raus, der Dreck, der ganze Unrat. Ja, das ist einfach, ja, was soll ich sagen? Es ist einfach dreckig. Also sauber ist das auf keinen Fall. Okay, Verbrennung Unrathytox. So, Schnabelkanone. Das braucht immer zwei Runden. Aber es lohnt sich, das einzusetzen. Unrathytox wurde besiegt. Dave erhält ein paar Erfahrungspunkte. Ja, reden kann auch nicht mehr, der Zwergi. Und kriegt trotzdem immer noch kein neues Level. Was zum Geier? Müsst doch langsam mal irgendwie funzen hier. Das neues Level für Carpador kommt. Wie sollen wir das denn entwickeln? Wenn da nichts kommt, das ist noch ein Unrathytox. Ach du Schande. Ja, und sauber. Ja, das denkt er sich selbst hier. Schnabelkanone. Glaubst aber nur du selbst dran. Ja, jetzt haben wir mal aufgeräumt hier. Steve erreicht Level 30. Auch schön. Kreideschrei, nein, vergiss es. Kreideschrei. Du bist ein Onyx oder was, dass du Kreideschrei erlernen musst. Du hast mich auch ordentlich weggeputzt. Zwangvieh gewinnt 1120 Pokémon Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Hausmeister, der ja sehr sauber ist, hervor. Aus dem Kampf gehe ich siegreich hervor. Juhu. Ein wildes Pokémon. Hua! Es ist ein Magnetilo. Na, Spitze. Das würde ich mir jetzt mal fangen. Können wir uns sogar fangen und mal auf die Box legen. Vielleicht brauchen wir es ja irgendwann. Und nebenbei gibt es ein paar Erfahrungspunkte für Dave, der sich hoffentlich gleich seinem nächsten Level widmet. Ja, Hoodie, komm du mal her. Hoodie. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, ein Magnetilo oder zumindest, also die Entwicklung Magnetzone, kann nicht schaden. Und wäre nicht schlecht, die im Team zu haben. Wäre zumindest für das Team ein guter Ausgleich. Würde dem Team durchaus was bringen, ja. Kann man nicht meckern. Metal Sound, ja. Der Attack kommt mir bekannt vor. Ja. Spezialverteidigung sinkt und so weiter. Magnetilo ruft um Hilfe. Ah, Magnetilo erscheint. Ich will erstmal das hier besiegen. Ja, oder auch so. So geht's auch. Ja, kann man machen, wie man will. Ich brauche Erfahrungspunkte für das Dingens, für das Carpador, dass ich mal zu einem Gardas entwickeln soll. Na komm. Wir können das eine nur fangen, wenn das andere besiegt ist. So, ordentlich. So, Dave erreicht Level 23, endlich. Jupp. So, dann würde ich mal sagen, ich bin paralysiert. Mal noch Pflücker einsetzen, das ist nicht sehr effektiv. Dann, ja, können wir es eventuell fangen. Ja, kann man machen.
Ich will jetzt meinen Pokéball rausholen und es auf das Magnetilo werfen, damit wir es fangen können. Und zwar genau so. Genau so. Attacke. Zack. Da ist das drin. Schubs. Wollte schon Schubs sagen. Hat fast geklappt. Das zweite Mal hätte fast geklappt. Ja. Nicht mal zwei Hiebe hat es ausgehalten. Sofort wieder ausgebrochen aus dem Ball. Da wird wohl Zeit für einen Superball. Superball. Los, rein mit dir. Und eins. Und zwei. Und drei. Und klasse. Magnetolo wurde gefangen. Das freut mich doch. Lege ich mir auf die Box und dann überlegen wir später irgendwann mal, ob wir das mit ins Team nehmen können. Erstmal erkunden wir hier die Ebene und die Route hier und die Umgebung. Mary will Brüller erlernen. Okay, ja, nicht schlecht, aber komm, lass behalte deine Attacken. Uha, Carpador entwickelt sich. Hui, darauf habe ich gewartet. Dave entwickelt sich. Glückwunsch, dein Dave wurde zu einem Garados. Ein waschechtes Garados. Genau das wollte ich in meinem Team haben. Woohoo! Darauf habe ich gewartet. War ja schon fast klar, dass das sich sofort entwickelt. Das Carpador, das war ja immerhin schon Level 23. Das war schon Level 22 und hat sich jetzt Level 23 entwickelt. Bingo! Du hast alle Pokémon auf einer Seite registriert. Brrrt. Du machst ja ordentliche Fortschritte mit deinem Mele-Mele-Pokédex. Brrrt. Immer weiter so. Dave Allen bis. Ja, damit kann man schon. Ah, das ist schon eine Sache. Und dann kann man kämpfen. Ja, und jetzt haben wir auch noch ein Magnetilo, was wir unter Umständen eventuell mal in unser Team nehmen können. Da ist das schon, da sieht das schon ganz anders aus. Da kann man das schon, ja, da kann man sich schon in einem Kampf zeigen. Was für ein fantastischer und kreativer Name. Der Wahnsinn. Ich werde immer kreativer mit der Entwicklung meiner Namen. Und der Erfindung der einzelnen Pokémon-Namen. Ein Pico-Chiller, das brauchen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht in unserem Team haben. Kommt nicht in Frage. Das ist so ein Lieblich, den ich Dave genannt habe. Ja, das ist ein passender Name für ein Garados. Flucht gescheitert. Was? Flucht gescheitert? Ich zeig's dir hier mit meinem Garados. Na, ja, so stark ist mein Garados. Noch gar nicht. Das muss ich jetzt immer so sagen. Garados. Flucht gescheitert. Wie? Was? Warum? Hey, du kannst dich doch nicht gegen ein Garados hier beweisen wollen. Willkommen. Gut, mit einem Garados Level 23 sollte man vielleicht noch nicht angeben, aber ja gut, ich gebe gerne an mit meinen Pokémon. Ist ja gut, ich habe es verstanden. So, dann sprechen wir mal mit den Leuten hier. Ich sehe da schon wen, den ihr nicht seht. Und das ist der Professor. Wer bist du? Was willst du von mir? Nix. Lass dich einfach in Ruhe. Ey. Alola, wie geht's? Wusstest du, dass diese Slimer in Alola eigentlich aus einer anderen Region stammen? Deshalb nennt man sie auch eingewanderte Pokémon. Und weil es in Alola zu wenig Schlamm für sie gibt, fressen sie stattdessen Abfall. Da sie die Giftstoffe, die sie über die Nahrung aufnehmen, im Körperinneren konzentrieren, riechen sie weniger streng als ihre Artgenossen. Doch nimm dich in Acht vor den Kristallen an ihrem Körper. Diese sind extrem giftig und radioaktiv. Danke fürs Zuhören. Hier ein kleines Geschenk. Uranium erhalten. Du erhältst das Item Uranium. Uranium wurde in der Itemstasche verstaut. Versuche, deinen Pokédex zu vervollständigen. Das wird auch Rotom sehr freuen. Ja. War ja schon fast klar. Schaut euch einfach mal ein. Habe ich das im Pokédex? Dann können wir uns gemeinsam angucken. Ein Schleimer an. Schaut euch ein Schleimer mal im Pokédex an. Haben wir es. Das, guck mal, das Gelbe um sein Maul. Seine Weiterentwicklung haben wir jetzt noch nicht. Das würde ich euch viel lieber zeigen.
Das sieht doch schon wie ein Atommüllunfall aus. Das sieht doch aus, als wäre es aus dem Wasser von einem explodierten Atomkraftwerk gestiegen. Sieht einfach wie Atommüll aus. Verseuchtes Wasser, wie so ein verseuchter Schlamm irgendwie um so ein verstrahltes Gebiet rum. Ja, jetzt hat es der Professor ja erklärt, das frisst Müll und scheinbar ist unter dem Müll ja auch irgendwie was Radioaktives, weil wie erklärt man sich sonst die Weiterentwicklung, die halt wirklich richtig verstrahlt aussieht? Kann man nur sowas zu sagen, ja. Ist halt so. Ja, und du so? Ein Blick aufs weite Meer und all meine negativen Gedanken sind wie weggeblasen. Es ist ein wenig wie im Dunkelnebel. Der hebt im Kampf alle Statusveränderungen auf. Jo, ja, von mir aus. Hey, du da, hast du einen Augenblick Zeit? Na klar. Super, vielen Dank, nenn mich einfach Styler. Da kommt jetzt etwas plötzlich. Aber du und ich, wir müssen uns unbedingt über deinen Trainerstil unterhalten. Du weißt schon über deinen Stil als Trainer, wie du Pokébälle wirfst, deine Lieblingspose, wenn du in einem Kampf gewinnst und so weiter und so fort. Ich war früher mal Choreograf und habe mir solche Posen beruflich ausgedacht. Aber mir fehlt immer noch ein Nachfolger, an den ich mein Wissen weitergeben könnte. Und da kommst du ins Spiel. Bitte, 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 fass dir ein Herz und werde meine Nachfolgerin. Na, erfüllst du einem alten Mann seinen Wunsch? Komm schon, du musst einfach ja sagen. Von mir aus. Hab ja gerade nichts anderes zu tun. Hab ja nicht gerade eine Inselmannschaft vor. Super, endlich habe ich eine Nachfolgerin. Du machst dich besser schon mal locker auf den Weg. Wir starten gleich mit Lektion 1 meines Intensivkurses zum Thema Trainerstil. Also, es geht los mit meiner Lieblingsschülerin. Mach einfach meine Bewegungen nach. Du hast den lockeren Stil gemeistert. Gut gemacht. Wenn du deinen Trainerstil ändern möchtest, brauchst du nur den alten Styler anzusprechen. Leute, ich weiß, du würdest am liebsten gleich die nächste Lektion des Intensivkurses absolvieren. Aber gut, Stil will Weile haben. Komm wieder, wenn du etwas mehr Erfahrung als Trainer gesammelt hast. Okay. Hier. Gut, das reicht. Ab nach Hause. Slime. Hey, du da! Das geht nicht. Wir sind doch noch bei der Arbeit. Was denn? Du wirst doch jetzt nicht so kleinlich sein. Sie will doch nur sehen, was wir hier machen. Ist doch nichts dabei. Okay, Papa. Chef, meine ich natürlich. Dann erkläre ich dir mal alles. An diesem Ort entsorgen wir die gesamte Müll, der Alona in Alona anfällt. Dafür arbeiten wir eng mit unseren Pokémon zusammen. Die Angestellten bringen den Müll zu den Slimer und Slimog, die ihn dann für uns fressen. Der Slimog unseres Chefs kann sogar bis zu 10 Tonnen an einem Tag verdrucken. Tja, mein Slimer und ich arbeiten hier erst einmal nur auf Probe. Sag mal, ist das nicht ein Inselmannschaftsabzeichen? Als ich noch ein Kind war, habe ich mich auch an der Prüfung versucht. Es war mir aber zu anstrengend, deshalb habe ich es irgendwann aufgegeben. Weißt du was? Mein Slimog sieht aus, als hätte es ein bisschen zu viel gefuttert. Wärst du so gut, ihm in einem Kampf bei der Verdauung zu helfen? Ja klar, einem Slimog bei der Verdauung zu helfen. Einem Slimer natürlich bei der Verdauung zu helfen. Immer wieder gerne. Was denn auch sonst? Ich habe ja keine anderen Hobbys hier. So lobe ich mir das. Lass uns anfangen. Ein Kampf gegen einen Slimer. Kann ich werden. Hausmeister Geralt fordert dich heraus. Geralt. Genau. Name Geralt. Und da haben wir einen Slimog. Los, Dave!
Ja, da seht ihr das ganze Ding hier. Ja, das sieht nicht gerade appetitlich aus. Ja, also beim Essen sollte man so einen Slime auch nicht in seiner Nähe haben. Das sieht wirklich nicht toll aus. Das sieht wirklich so aus, als würde es irgendwie, ja, als hätte es wirklich zu viel gefressen. Ja, genau so. Genauso sieht es aus, als hätte es zu viel Müll gefressen und zu viel falschen Müll gefressen. Wir nehmen den Papiermüll und den Plastikmüll auch mal hier so ein bisschen von der Sorte radioaktiv gefuttert. So, das war's mit Hoodie. Der wird sofort besiegt. Ja, gut. Solange er nicht mutiert jetzt hier. Stell dir mal vor, so ein leuchtendes, so ein glitzerndes Ding. Boah. Ekelhaft. Ja, okay. Der ist scheinbar effektiv gegen das Slime Mog. Also hält ein bisschen was aus. Sternschauer, los! Das Sternschauer ein. Okay, ja. Das bringt nicht viel. Ich glaube, wir sind relativ gleich auf. Lea kann nicht viel ausrichten. Slimer kann auch nicht viel ausrichten. Ja, Finte eventuell. Das könnte ein bisschen effektiver sein als Sternschauer, aber auch nicht viel. Nur ein bisschen. Ja, was soll's. Das war vergiftet. Na, das ist dann natürlich doch eine kleine Peinigung obendrauf. Wir haben ihn gleich zur Hälfte besiegt. Und ist zumindest ja schon mal was. Also können wir dann mit einem anderen Pokémon weitermachen. Da haben wir schon die halbe Miete erfüllt. Na komm, noch einmal Finte. Und dann haben wir die Hälfte hier. Spitzenklasse. Ich weiß gleich, bist du im Game Over, Lea. Und dann darf man die nächste weitermachen. Wen hätten wir denn hier? Steve hätten wir, den müssten wir bloß einmal heilen. Der ist schon mit der Kraft fast am Ende. Der muss mal einen Trank bekommen. Der muss mal ein bisschen geheilt werden. Jo. Einmal Hypertrank. Das kann nur helfen. Das kann nur was bringen. Zack. Spitzenklasse. Ja, wieso soll es auch nichts bringen? Steve wurde aufgefrischt. So, Säurespiegel. Ja, okay. Damit kann man kämpfen, damit kann man handeln. Das ist ja durchaus akzeptabel. Schnabelkanone, das probiere ich doch mal glatt aus. Das könnte doch was bringen. Bloß nicht zu tief mit dem Schnabel in das Slime auch reingehen. Das könnte etwas schädlich werden. Es ist sehr giftig, also. Da war es um das Slime geschehen. Da haben wir es geschafft. Spitzenklasse. Hausmeister Gerald wurde besiegt. Puh, das muss ich erstmal verdauen. Zwangvieh gewinnt 1120 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Hausmeister mit dem Slime hervor. Hehe, ich habe nichts anderes erwartet. Ziemlich beeindruckend, Mädchen. Unglaublich, du hast das Slime des Chefs einfach. Krieg dich wieder ein, du bist als nächstes dran. Aber mein Slimer und ich, wir schaffen das niemals. Jetzt rechts aber. So warst du schon als Kind. Sobald ein bisschen knifflig wird, schmeißt du gleich alles hin. So wie bei den Prüfungen. Und so jemanden nennt sich mein Sohn, das geht gar nicht. Weißt du, eigentlich wollte ich dir meinen Platz hier überlassen. Aber solange ich mir noch solche Sorgen um dich machen muss, geht das einfach nicht. Ah, Papa. Okay. Aber jetzt werde ich nicht weglaufen, sondern alles geben. Lass uns kämpfen. Ja, auf zum Kampf. Ich werde jetzt endlich erwachsen. Du wirst es schon sehen, Paar. Chef. Und ein Kampf gegen Skins. Ja. Erziehungsmaßnahmen des Chefs, also beziehungsweise des Vaters.
Die sind äußerst fragwürdig, also da habe ich so meine Fragen dran, aber ja, gut, steht mir nicht zu. Die Erziehungsmaßnahmen des Vaters zu eines anderen Vaters vor allem zu debattieren und halt das in Frage zu stellen, steht mir einfach nicht zu. Ist nicht meine Angelegenheit. Also ja, halten wir uns da mal raus aus den Familienangelegenheiten anderer. Das ist, glaube ich, das Beste, wenn man ein bisschen taktvoll bleiben will und dass du mal ein bisschen akzeptanzvoll, akzeptabel gestalten möchte. Ja, dann ist das, glaube ich, die richtige Art und Weise, das zu machen. So, Dave erreicht Level 24, das ist gut. Dave erlernt Windhose, das ist noch besser. Trainer wurde besiegt, das ist am allerbesten. Papa, ich habe wirklich alles gegeben. Zwangfee gewinnt 2040 Pokémon Donner und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Sohn vom Chef hervor. Du fliegst nochmal. Sohn, du. Es tut mir leid. Ich trauke einfach nichts. Du bist eingestellt. Papa! Nicht Papa, sondern Chef! Du bist eingestellt, sage ich. Und zwar nicht als Angestellter, sondern als Chef. Verstanden? Was? Du bist ein mutiger Trainer als ich. Alles, was ich wollte, war, dich und dein Steimer zu so kämpfen zu sehen wie eben. Ihr habt alles gegeben. Und deshalb will ich, dass ihr meine Nachfolge in der Firma antretet. Vielen Dank, ehemaliger Chef. Es ist meine Ehre. Hey, tut mir leid, dass du da eben unser kleines Familienzwist verwickelt wurdest. Als ich dein Schwangerschaftsabzeichen gesehen habe, hat es bei mir Klick gemacht. Hier, nimm das als Entschädigung. Ist zwar verbogen, aber kein Müll. Ein Krummlöffel. Ja, ein bisschen Uri Geller spielen. Schadet auch nicht. Wir werden uns auch weiterhin um den Müll von Alola kümmern. Ja, Papa. Okay, da sind sie weg. Da sind sie auf magische Weise verschwunden. Recyclinganlage besteht zu 100% aus recyceltem Material. Joa. Das ist doch schön. Das ist doch nice. Das finde ich spitze. Mali, hier sind die, da sind wir wieder zurück. Haben einen kleinen Abstecher dort aufs Gebiet gemacht. Ja, und